Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. April bis zum 20. April. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Widder. Und wir sind jetzt aktuell noch mitten in der Feuerenergie vom Widder, aber so langsam spürt man schon die erdverbundene Energie vom Stier. Und da möchte ich mir heute anschauen, wie sich diese Energien für dich auswirken, lieber Schütze. Also eine Karte für dich. Eine Karte für den Schützen. Oh, die Liebenden. Ach, wie schön, ja. Ja, etwas kommt in Harmonie. Auch eine Versöhnung kann das ankündigen. Und ja, wie der Name schon sagt, die Liebenden kommt es halt, ja, also entsteht halt Liebe, ne? Gegensätze miteinander verbinden. Auch die Vereinigung, ne, zwischen zwei Menschen ist damit auch gemeint. Also es könnte sehr gut um solche Themen in dieser Dekade für dich gehen. Wenn du jetzt aktuell in keiner Beziehung bist und auch irgendwie, also nicht so daran interessiert, dann kann diese Karte auch für die Selbstliebe stehen. Kann aber auch beides sein, ne? Also die Gegensätzlichkeit in allen ihren Formen wird in Verbindung gebracht. Womöglich, für den einen oder anderen kann das auch auf eine Herzensentscheidung, die man fällen muss, hinweisen, ne? Vielleicht steht eine wichtige Entscheidung für dich an. Schauen wir mal genauer hin, was für Themen das da gehen könnte. Ja, du strebst auch diese Harmonie, dieses Kräftegleichgewicht an. Das ist schon das, wonach du suchst aktuell. Und du kommst am besten dahin, indem du auf deine Flexibilität setzt, ne? Auf deine weichere Seite. Deine Fähigkeiten, sich an andere, also an Situationen, an andere Menschen anzupassen. Wenn du zu dieser Flexibilität kommst und weniger fest bist, eine weniger harte Schale hast, dann wirst du diesen Prozess positiv beeinflussen. Und die Tatsache, dass du diese Liebe, dieses Gleichgewicht, dieses Kräftegleichgewicht, diese Harmonie erfährst, wird dich in der Tat sehr beflügeln und dir die Möglichkeit geben, neue Pläne zu entwerfen für deine Zukunft. Dich auch selbst zu verwirklichen. Und es könnte auch sein, dass tatsächlich ja, in Sachen Finanzen auch etwas Positives auf dich zukommt. Dass du irgendwas stabilisieren kannst. Ja, schauen wir mal uns genauer an, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast. Ja,
In puncto Herausforderung. Ja, steht so einiges bei dir an? Ja, vor einem gewissen Schritt, der auch mit Emotionen zu tun hat. Vor einem gewissen Schritt zögerst du. Ich habe ja hier schon davon gemeint, dass eine Herzensentscheidung anstehen könnte. Ja, und das ist halt der Mond, ne? Diese Herzensentscheidung hat tief mit deinen persönlichen Emotionen zu tun und wirbelt ganz schön vieles aus dem Unterbewusstsein hoch. Und könnte dich tatsächlich mit richtig existenziellen Ängsten konfrontieren. Etwas, was dich so ein bisschen kalt erwischt. Aber keine Sorge, das ist nur das erste Aufbäumen, ne? Sobald man dann doch sich für etwas entschieden hat, lösen sich diese Ängste von selbst auf. Irgendwas treibt dich ja schon an, irgendwas vermisst du, irgendwas, was in der letzten Zeit eigentlich emotional sich sehr gut angefühlt hat, verblasst jetzt aktuell gerade und das macht dir Sorge. Das bringt dich in die Situation, dass du den Eindruck hast, du musst jetzt etwas tun. Und wahrscheinlich ist das auch der Fall. Wahrscheinlich ist es auch der Fall, dass du in einer emotionalen Angelegenheit ein neues Leben, neue Impulse setzt. Und dafür ist diese Entscheidung notwendig. Aber du zögerst vor dieser Entscheidung. Es macht dir Sorge. Aber beim Mond ist es halt oft so, dass es keinen Grund gibt zur Sorge. Das ist, man hat diese Angst oft nur, weil man in diesem Bereich unerfahren ist. Man weiß nicht genau, was, man kann die Konsequenzen nicht absehen, dass, was passiert, wenn man diese Entscheidung trifft. Also das ist genau der Grund, ne, warum man sagt, oder also ja, warum man sagt, dass Liebe auch mit Mut zu tun hat. Ne? Das ist genau der Grund, weil ja, hier gibt es eine Situation, in der du über dich hinauswachsen sollst. In der Vergangenheit hast du eine Wunscherfüllung erfahren. Ja, oder eine Ahnung davon, was du eigentlich willst. Ein Traum ist in greifbarer Nähe gekommen. Du hattest neue Perspektiven dir entwerfen können und hattest so eine Ahnung, was da in der Zukunft auf dich wartet. Ja. Und es hat sich sicherlich zunächst einfach nur inspirierend angefühlt und jetzt kommt das erste Hindernis, ne? Die erste Situation, die dich ein wenig prüft, ob das, was du da gesehen hast, ob du das wirklich willst. Ja, und in der Tat, du willst es wirklich und du wirst instinktiv oder intuitiv eher genau die richtigen Schritte einleiten. Und da bist du auch ganz zuversichtlich und bist selbst auch davon überzeugt, dass du das Richtige tun wirst. Mit dieser Energie kommst du ganz gut zurecht mit dieser neuen Situation. Und in der Tat wirst du einen Teil deiner Wünsche und Vorstellungen umsetzen
können, in der Wirklichkeit verankern können und in der Zukunft wird sich das auszahlen. In der Zukunft wird das aufblühen, das, was du jetzt in Angriff nimmst. Ja, deine Einstellung ist wirklich optimistisch, mehr als optimistisch. Du hast auch eine gewisse Klarheit. Das ist die Sonne hilft dir dabei sehr, mit diesen Gefühlen zurechtzukommen, weil sie, diese Gefühle, wovon ich gesprochen habe, die liegen quasi offen vor dir. Wie ein offenes Buch kannst du jetzt in deinen tiefen Ängsten lesen und das gibt einem natürlich sehr viel Klarheit, Zuversicht und Bewusstheit, ne? Bewusstheit darüber, was man tut und was man wofür tut und wie man es auch tun kann. Ja, hier sehe ich eine aufsteigende Zahlenfolge, nämlich die 7, die 8, die 9. Dann kommst du jetzt bald zur 9. Und hier bist du in der 9 auch in deiner Feuerenergie drin. Ja, das sagt hier einfach an der Stelle, dass du mentale Stärke aufbaust und deine Ressourcen sammelst und Energie aufbaust, ja, damit so, es ist so ein bisschen so, als würde man sich auf einen Kampf vorbereiten, ne? Du machst dich bereit, diesen Weg zu gehen. Ja, wir haben ja in dieser Dekade eine ganz besondere Konstellation. Naja, ganz Besonderes ist ein bisschen übertrieben, aber es ist eine Konstellation. Und zwar am 16.04. haben wir einen Vollmond. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Zustand, den ich jetzt beschrieben habe, bis zum Vollmond noch anhält, bis zum 16.04. und du bis dahin Energien aufbaust und dich für eine Entscheidung, für einen neuen Weg rüstest. Ne? Du baust diese Energie auf und ab den 16.04., ab den Vollmond, wird sich das, was du hier dir aufgebaut hast, sich auswirken. Mal schauen, was das sein könnte. Ah, okay. Ja, hier der Hinweis, dass du eher dich zurückhalten wirst, eher in den Rückzug gehen wirst, dich ein bisschen rar machst und auch viel nachdenkst, ne? über alles, über was du willst und wie du das erreichen willst. Mhm. Hier sind zwar drei Karten rausgezogen, aber ich lasse das jetzt mal so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gut ist. Ja, weil meistens mache ich bei drei Karten, also drei Karten finde ich tatsächlich irgendwie zu viel oft. Aber naja, hier haben wir eine Königin der Kelche in deiner Umgebung. Eine Person, die sehr viel emotionaler ist als du selbst. Und vielleicht auch ein bisschen reifer mit ihren Gefühlen umgeht. Könnte natürlich sein, dass dieser Mensch auch ein Wasserzeichen ist. Fische. Krebs oder Skorpion. Könnte auch eine Waage sein. Oder Steinbock oder
Löwe könnte auch vielleicht sein. Ja, Löwe zeigt sich auch in dieser Karte hier. In der Lust und der Leidenschaft, ja, also dein Gegenüber bringt sehr viele leidenschaftliche Energien mit und du fühlst dich auch sehr angezogen von dieser Person. Und da ist auch eine interessante Spannung zwischen euch. Gleichzeitig aber auch, ich sehe hier schon, dass du mit dieser Person in einer festen Partnerschaft bist. Hier ein stabiles Netz, eine stabile Situation. Diese Karte spricht auch von Routine und feste Strukturen. Vielleicht, also im Moment kann man diesen Zustand gut genießen. In der Zukunft könnte es möglich sein, dass ihr diesbezüglich auch ein bisschen ein paar neue Impulse braucht. Aber vielleicht auch nicht. Es ist ja auch sehr viel Leidenschaft zwischen euch. Vielleicht bezieht sich das auch auf euren Freundeskreis. Einfach, diese Karte spricht einfach auch von stabilen sozialen Strukturen. Aber das Ding ist bei dieser Karte, mehr als 10 geht nicht. Und dadurch, dass sich immer alles entwickelt und alles im Fluss ist, wird es auch irgendwann wieder ein Ass geben. Eine Erneuerung ist also stetig notwendig. Aber trotzdem, läuft gut in dieser Verbindung. Also, diese Herausforderung hat auch viel mit dir persönlich zu tun. Und du befürchtest, dass du dich in eine Zwickmühle manövrieren könntest. Du hoffst auch auf einen Bewusstseinswandel, möchtest die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Aber die Sorge ist trotzdem begleitet von der Sorge, dass du nicht erfolgreich sein könntest, dass das zu nichts führt, was du dir hier jetzt so überlegst. Ja, aber ich sag dir, ich glaube so ab diesem Vollmond, ab dem 16.04. wird sich das etwas anders entwickeln, als du, wie du damit rechnest, als du rechnest. Also hier zeigt sich der Prinz der Stäbe. Diese Karte ist natürlich sehr wahrscheinlich auf dich bezogen oder auf ein anderes Feuerzeichen Löwe, ne? Vielleicht in deiner Umgebung, dem du dich annähern wirst. Auf jeden Fall hier sehr viel Leidenschaft und auch so eine Verjüngung bei dir oder deinem Gegenüber oder beides, ne? Ist manchmal wechselseitig. Ja, aber da kommst du in deine Tatenkraft, auch Neugier und Aufregung, ein bisschen Abenteuer. Also das ist eigentlich wirklich ganz spannend und dann kannst du die Ressourcen, die du hier aufgebaut hast, die entladen sich dann, ne? Und erzeugen dann sehr viel Energie und da wird sich alles, was du dir jetzt hier so erarbeitet hast, auszahlen und spätestens da musst du dich auch entscheiden, ne? Wie du mit diesem Mond umgehst, ob du diese Entscheidung triffst und wie du diese Entscheidung triffst. Das hat dann halt auch Auswirkungen auf diese Energie. Ja, hier der Prinz der Stäbe, wenn diese Karte auf dich bezogen ist. Und ja, zum großen Teil wird es so sein. Dann spricht diese Karte auch von Selbstverwirklichung. Ne? Und auch wenn diese Karte, dieser Prinz der Stäbe sich auf dein Gegenüber beziehen sollte, was ich bei manchen nur sehe, dann ist der Aspekt deiner eigenen Selbstverwirklichung nicht zu unterschätzen, denn dann hilft dieser Mensch, dann ist der Mensch dir so ähnlich aktuell,
dass so wechselseitig sein wird. Ja. Okay, was sagt denn der Mond zu deiner Situation? Möchte der dir noch einen guten Ratschlag mit auf den Weg geben? Neumond in der Jungfrau ist ein Hinweis auf den Eremiten. Ne? Geben statt nehmen. Ja, das ist halt dieses sich auch anpassen. Ne? Es ist wirklich eine besondere persönliche Herausforderung für dich, weil es entspricht nicht so ganz deinem Wesen, ne, als Schütze. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir etwas schwer fällt, dich so stark an eine andere Person anzupassen, auch wenn du das rein von deinen intellektuellen Fähigkeiten natürlich kannst. Aber es fällt dir schwer durch dein Naturell, ne? Jedes Sternzeichen hat Vor- und Nachteile und es ist eine Eigenschaft von Schütze, dass sie mitunter etwas sehr auf ihr eigenes Ego bezogen sein können. Und halte ich nicht für eine schlechte Eigenschaft, das kann sich auch positiv auswirken, aber in diesem Fall hier wird es notwendig sein, sein Ego auch mal aufzugeben, ne? Für den anderen, für eine special person, das wird wahrscheinlich auch, es ist auch, das könnte wirklich mit diesem Mond zu tun haben, dass das einfach etwas ungewohnt ist. Aber das sehe ich hier tatsächlich auch aus der Legung heraus. Elena Glaser und Abby Jacobson möchten dir sagen, auf einer Party ist jeder dein Freund. Das ist so ein Hinweis vielleicht auf dieses Anpassen, ne? Es gibt nichts Besseres, als eine Tussi zu sein. Und sei dein krassestes Selbst, Schätzchen. Sei dein krassestes Selbst. Ja, das kommt nach dem Vollmond, ne? Also da kannst du es auf jeden Fall krachen lassen. Ja, lieber Schütze, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat. Und vor allem, dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe auch, dass du diese Herausforderung gut meisterst und du deine Wünsche manifestieren wirst und dann aus den Vollen schöpfen kannst. Alles Liebe und bis bald. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video so wie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei, ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.